Plan. Denn es ist die Natur des Menschen, er ist zu stur, um Grenzen einzusehen und zu erkennen. Bei Spielen gibt's viele, nehmen wir Vollkommenheit. Viele streben danach, jeden Tag, voll Trottel-like. Doch spar dir die Ausreden und lass mich ausreden und meine Erfahrung flott aus gedanklichen Stau sehen. Perfekt zu sein bedeutet Gottähnlichkeit. Doch wer ehrlich ist, merkt er es. Doch nicht seelisch schreien, im Gegenteil. Nicht mal der Papst ist fehlerfrei. Irren ist menschlich, also bitte bekenne ich, sehe es ein. Angenommen, wir führen diesen Gedanken weiter, so muss durch unsere Fehler auch unser Handeln scheitern. Denn wie kann jemand denn nicht perfekt ist, etwas perfekt machen, das ist der Paradox. Alles wird entarten, deshalb scheiß ich auf Perfektionismus, sondern geb einfach mein Bestes und dann ist Schluss.